Und ich habe das ganze Equipment mal für euch zusammengerechnet und da bin ich auf einen Betrag von über 100 Euro gekommen. Und da stellt man sich dann doch die Frage, lohnt es sich denn da überhaupt noch, Tomaten selber im Garten anzubauen? Liebe Gartenfreunde, herzlich willkommen zum neuen Video und heute wollen wir uns mal darüber unterhalten, welches Equipment braucht man für die Anzucht von Tomaten tatsächlich? Und ihr kennt das vielleicht, ihr macht die Kataloge auf. Da sind tausende Dinge, die es da zu kaufen gibt und jeder sagt, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Denn ohne diese ganzen Sachen kannst du es gleich ganz vergessen. Da kannst du kein Gemüse anbauen. Du musst erstmal hunderte Euro investieren, um überhaupt einen Garten starten zu können. So, das ist die Frage, braucht man das wirklich? Und ich habe mal das ganze Equipment, was ich so für meine Anzucht benutze, hier auf dem Tisch aufgebaut. Und wir gehen das jetzt tatsächlich einfach mal Schritt für Schritt durch. Und wir überlegen uns vielleicht mal gemeinsam, könnt ihr auch mal zu Hause mit eurer Frau, mit eurem Mann überlegen, könnte man denn das vielleicht auch irgendwie günstiger ersetzen? So, fangen wir einfach mal mit der Grundlage für die Tomatenanzucht an und das sind Tomatensamen. So, Saatgut für Tomaten ist jetzt kein Rieseninvestment, wenn man eine gewisse Varietät anbauen möchte. Dann doch schon. Kommt darauf an, wie viele Tomaten man anbauen will. Wenn man jetzt eine Tomatensorte anbaut, kauft man sich so eine Packung für 3 Euro. Aber wenn man da ein paar mehr kauft, da ist man schon schnell bei 20, 25 Euro. Jetzt wird der eine oder andere sagen vielleicht, ja Robert, ich mach's ganz schlau. Ich gehe in den Supermarkt oder in den Biomarkt, kaufe mir da Tomaten und mache den Tomatensamen raus. Und da spare ich doppelt. Erstens kann ich die Tomate essen und habe außerdem gleich noch Tomatensaatgut gewonnen. Ist das eine gute Idee? Kann gut gehen, kann nicht gut gehen. Ich habe euch das, glaube ich, schon mal erzählt mit den F1 Hybriden. Das bedeutet, das ist Saatgut, was noch nicht genetisch stabil ist. Und wenn das jetzt mal unsere Tomate ist und wir haben sagen, ach, die war so lecker, lecker, lecker und die will ich im nächsten Jahr auch wieder anbauen, dann kann das sein, wenn ich hier die Samen rausmache, dass diese Tomate nicht im nächsten Jahr rauskommt, so wie sie jetzt ausschaut, weil das Saatgut einfach noch nicht genetisch stabil ist und da kommt dann plötzlich im nächsten Jahr vielleicht eine kleine, grüne, verschrumpelte Tomate raus. Kann passieren, wenn es richtig dumm läuft. Von daher ist das Saatgut aus dem Supermarkt, also was man da aus den Früchten entnimmt, ist immer so ein kleines Risiko. Und wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, sollte man samenfestes Saatgut kaufen. Und für alle, die sagen, okay, ich habe jetzt noch kein Saatgut bestellt, habe ich die kleine Kooperation mit tomatensamen.com. Da könnt ihr 5% mit dem Code, den ihr in der Beschreibung findet, bekommen auf eure Bestellung. Schaut da gerne mal vorbei. Also ihr habt da wirklich so viele tolle Sorten. Es ist der absolute Wahnsinn. Und den Code und den Link zur Seite findet ihr in der Beschreibung. Und dann geht es weiter im Programm mit den Anzuchtschalen. Hier rein kommt die Anzuchterde und dann tun wir die Samen hier rein und können unsere Tomaten vorziehen. Braucht man solche Anzuchtschalen? Muss man die kaufen? Ich habe jetzt 10 Stück von denen. Diese blauen waren, glaube ich, um die 3 Euro. Muss man sich jetzt natürlich nicht kaufen, Leute. Also denkt einfach mal an Weintrauben. Ne? Die sind ja auch in solchen Plastischalen. Oder ihr nehmt euch Joghurtbecher, die könnt ihr auch mit Anzuchterde füllen. Macht unten ein paar Löcher rein. Das ist, glaube ich, wichtig, dass da irgendwie so keine Staunässe entsteht. Und da kann man sich das Geld auf jeden Fall sparen. Also solche Anzuchtbehälter oder Anzuchtschalen muss man nicht unbedingt kaufen. Wie schaut es denn mit der Anzuchterde aus? Braucht man Anzuchterde für die Anzucht von Tomaten? Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also Anzuchterde hat die Eigenschaften, dass sie locker sein sollte, weil diese ganz kleinen Würzelchen der Keimlinge müssen sich dann in die Tiefe vorarbeiten. Und wenn das irgendwie so eine feste, lehmige Erde ist, dann kommen die da nicht durch und da gibt es früher oder später Probleme. Deswegen sollte die Erde schön locker sein. Dann sollte die Anzuchterde nährstoffarm sein, weil, warum ist das so? Genau, die Tomate soll ein großes Wurzelwerk ausbilden und die ist dann auf der Suche nach den Nährstoffen. Und wenn die so ein bisschen einen Nährstoffhunger hat, wird die auf jeden Fall
angeregt, ein größeres Wurzelwerk auszubilden. Deswegen, Anzuchterde sollte immer nährstoffarm sein und es sollte natürlich auch frei von Unkrautsamen sein, denn wir wollen hier Tomaten anbauen und nicht irgendwelche Brennnesseln oder irgendwelche anderen Beikräuter. Und könnte man denn Anzuchterde jetzt eigentlich selber herstellen? Das ist eine gute Frage. Ja, das kann man und ich habe euch am Ende des Videos auch nochmal einen Short verlinkt. Da zeige ich euch, wie man mit Maulwurfserde sich ganz einfach seine eigene Anzuchterde herstellt. Das mischt man dann mit Sand ab, bisschen Perlit beigeben und schon, voilà, hat man seine eigene Anzuchterde. Aber eines ist auf jeden Fall Fakt, wenn man gekaufte Anzuchterde benutzt, hat man auf jeden Fall viel weniger Ärger, gerade wenn man vielleicht Gartenbeginner ist, das erste Mal Tomaten selber vorzieht. Da hat man einfach noch nicht so die Erfahrung, wie sollte die Zusammensetzung sein. Von daher würde ich euch Anzuchterde für die Anzucht von Tomaten empfehlen. Ja, und jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ja Robert, mit deinen kleinen Anzuchtschalen, das kannst du vergessen. Ich baue Tomaten im großen Stil an. Das ist gut auf jeden Fall. Da spart man jede Menge Geld und weiß, was man auf dem Teller hat. Und da gibt es auch diese Topfplatten hier. Das ist hier eine 150er. Und da kann man jetzt mal hier so ganz schnell zum Beispiel 150 Tomatenpflänzlein vorziehen. Braucht man sowas? Ist auf jeden Fall anzuraten, wenn man das im größeren Stil machen möchte. Aber man braucht das nicht. Man kann sich zum Beispiel auch einfach 150 Joghurtbecher besorgen und die irgendwo platzieren und sich dort 150 Tomatenpflanzen vorziehen. Das funktioniert auch. Also das Geld muss man nicht unbedingt ausgeben. Wie praktisch das jetzt ist, ist natürlich eine andere Frage. Also ich liebe diese Topfplatten. Schön mit Unterlage hier. Also gibt für mich nichts Besseres, aber für alle, die sagen, okay, ich muss ein bisschen auf den Euro schauen, kann man das natürlich auch mit Joghurtbechern lösen. Und wenn er sagt, okay, ich gebe nicht mal das Geld für Joghurt aus, dann könnt ihr in der Plastiktonne schauen und da werdet ihr auf jeden Fall jede Menge Behältnisse, Schälchen finden. Die kann man rausnehmen, muss die abwaschen, sich ein paar Handschuhe anziehen und da hat man quasi Anzuchtschalen oder Topfplatten dann zum Nulltarif. Ist alles möglich, Leute. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht noch gute Tipps habt, wie man beim Gärtnern und bei der Anzucht Geld sparen kann. Ich bin mir sicher, da habt ihr richtig gute Ideen. Habe ich nämlich auch schon manchmal in den Kommentaren gelesen, wo ich dachte, wow, bin ich überhaupt noch nicht drauf gekommen. Also gerne mal mit der Community teilen, hat jeder was davon. Vielen lieben Dank dafür. Und wir stellen uns jetzt einfach vor, das sind mal unsere Tomatenpflanzen, das sind in diesem Fall meine Chili-Pflanzen. Die Pflänzlein wachsen jetzt und müssen wir natürlich auch ein bisschen pflegen. So, als erstes sollte man natürlich erstmal die Anzuchtschalen beschriften, dass man auch weiß, was für eine Tomatensorte man hier anzieht. Von daher gibt es hier solche kleinen Holzschilder. Habe ich mir gekauft, waren glaube ich auch, ach, ich weiß gar nicht was, 20 Stück für 2 Euro oder so. Habe ich mir einfach mal gegönnt dieses Jahr. Solche Schilder kann man natürlich ganz leicht selber herstellen. Kann man sich irgendwie ein Holzstück nehmen, das Holzstück beschriften. Kann man jetzt mit wasserfestem Stift hier direkt auf die Schalen draufschreiben. Gibt es auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten. Also das Geld muss man nicht ausgeben. Dann gibt es hier solche Pikierstäbe oder solche Pikiertools. So nenne ich es einfach mal. Pikierstab ist das nicht. Genau, so ein Allround-Pikierwerkzeug. Muss man das Geld ausgeben? Das ist einfach kein Kostenfaktor, Leute. Das kostet hier, glaube ich, 1 Euro. Könnt ihr mal gerne bei diversen Händlern schauen. Könnte man auch wahrscheinlich mit einem Küchenmesser lösen, mit einem kleinen Löffel lösen. Also das Geld muss man nicht ausgeben, aber wie gesagt, ist fast kein Kostenfaktor. Dann hier so eine Ballbrause, braucht man das, um die Pflänzlein zu wässern? Braucht man natürlich auch nicht, kann man sich einfach eine kleine Gießkanne nehmen und hier so die Pflänzlein gießen, obwohl ich sage, es macht so einen Spaß, mit dieser Ballbrause zu arbeiten, bin ich ein absoluter Fan mittlerweile. Habe ich mir dieses Jahr auch mal gegönnt und das ist so ein Tool, wo ich sage, okay, war relativ teuer, glaube ich so 15 Euro, aber das Investment hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt und wie gesagt, die ganzen Sachen, das fällt euch ja auch nicht nach dem ersten Jahr, wenn das ein bisschen Qualitätsware ist, auseinander, sondern daran habt ihr auch viele Jahre Spaß. Also man kann sich's gönnen, so eine Ballbrause, aber man braucht es natürlich auch nicht. Also das Geld müsste man auch nicht ausgeben. So, und als nächstes kommen wir zu den Dingern hier und das ist eine Pflanzlampe. Es sind ganz viele LEDs und die simulieren das
Lichtspektrum der Sonne. So, sorgt immer wieder für heftigste Diskussionen in den Kommentaren. Fangen wir erstmal an. Also, wofür braucht man das eigentlich? Das Problem ist, wenn man jetzt in der Wohnung ist, Januar, Februar, das Licht, was durch die Fenster kommt, reicht einfach in den meisten Fällen nicht aus, sodass die kleinen Pflänzchen immer weiter in die Höhe wachsen und fallen dann einfach um und die ganze Arbeit war umsonst. Also Pflanzlampen sind bei der Anzucht von Chili, Paprika, Auberginen, Physalis auf jeden Fall zu empfehlen, gerade Januar, Februar. Wenn man jetzt, sagen wir mal so, Mitte März mit der Anzucht von Tomaten beginnt, sind die Tage schon wieder länger. Die Sonne steht ein bisschen höher. Und wenn man sich da in der Wohnung ein schönes Südfenster sucht, braucht man solche Pflanzlampen nicht unbedingt. Wenn ich jetzt meine Pflanzlampen sowieso für meine Chilis und so weiter im Einsatz habe, stelle ich da natürlich auch meine Tomatenpflanzen mit drunter. Aufgebaut ist es einmal alles, macht mir keinen weiteren Kummer. Aber wenn man jetzt so vielleicht nur Tomaten anzieht, würde ich sagen, braucht ihr diese Pflanzlampen nicht, wenn ihr ein schönes, helles Südfenster habt. Wenn ihr jetzt natürlich irgendwie eine Wohnung habt, die irgendwie dunkel ist, weil ihr, keine Ahnung, irgendwie eine Wand vor dem Fenster habt, warum auch immer, dann solltet ihr euch tatsächlich Gedanken über Pflanzlampen machen. Aber für alle, die keine Wand vor dem Fenster haben und da genügend Lichteinfall haben, die brauchen so eine Pflanzlampe meiner Meinung nach nicht. Was für eine Temperatur brauchen Tomatensamen, um zu keimen? 20 bis 22 Grad und das beantwortet vielleicht auch die Frage, ob man so eine Heizmatte sich jetzt extra für die Anzucht von Tomaten kaufen muss. Und da gebe ich euch eine Antwort mit auf dem Weg. Nein, braucht ihr nicht. Wenn ihr irgendwie eine Fensterbank habt und da ist eine Heizung in der Nähe, stellt ihr da eure Anzuchtschalen hin. Könnt ihr auch noch eine kleine Matte unten drunter legen, dass die Kälte von unten nicht so hier eindringen kann. Und dann passt das in den meisten Fällen. Wenn ihr jetzt aber so eine Heizmatte da habt, weil ihr zum Beispiel schon eure Chilis angezogen habt, dann kann man die natürlich auch für die Anzucht der Tomaten nutzen, also zur Beschleunigung der Keimung der Samen. Geht man auf Nummer sicher, hat man noch viel weniger Ärger, aber man muss sich so eine Heizmatte jetzt nicht extra kaufen. Das Geld könnt ihr euch sparen. Ja, ihr Lieben, und jetzt schließt mal die Augen. Ihr stellt euch einfach vor, ihr schaut auf eure Fensterbank, alles hat geklappt. Die kleinen Tomatenpflänzchen wachsen, ihr seid froh und glücklich und irgendwann seht ihr dann, irgendwie der Platz in den Anzuchtschalen reicht nicht mehr aus. Das sieht dann genauso aus wie hier bei den Physalis-Pflanzen. Die Jungpflanzen fangen dann irgendwann an, sich gegenseitig zu verdrängen. Die Blätter werden gegenseitig bedeckt, dass da wirklich jede Pflanze das Maximum an Licht für sich rausholt. Und das ist dann genau der Zeitpunkt, wo man die Pflanzen pikieren muss. Das bedeutet, man hebelt die Pflanze hier raus und verfrachtet die hier in so einen Pflanztopf. Und dort bleibt die dann bis zur Auspflanzung Mitte Mai drinne, hat dann hier alleine Platz, kann sich ein schönes großes Wurzelwerk ausbilden. Und dann hat man aus diesen kleinen Samen eine richtig tolle Pflanze angezogen. Das ist echt ein tolles Gefühl. Also könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also für mich ist das immer wieder so beeindruckend, wie diese Pflanzen oder wie aus diesen winzigen Samen überhaupt so eine Pflanze entstehen kann und wie die dann mal später aussieht. Ja, manchmal sind sie dann 2 Meter groß und man denkt, ja, Wahnsinn, wie das alles funktioniert. Ja, braucht man jetzt solche Töpfe hier, solche Pflanztöpfe? Könnt ihr euch denken, Antwort, nein, braucht man nicht. Also man kann dann wieder in Gärtnereien gehen, da wird so viel an diesen Töpfen weggeschmissen. Tut man ein bisschen was in der Kaffeekasse, da kann man hunderte solche Töpfe mitnehmen. Von daher kann man sich das Geld auch sparen. Wie gesagt, ich habe dieses Jahr mal ein bisschen was investiert, habe mir da, glaube ich, 50 solche Töpfe gekauft. Die werden wahrscheinlich auch alle in Benutzung sein, wenn ich das hier alles pikiert habe. Also das ist noch lange nicht alles. Da unten sind noch mal mehr. Also da habe ich noch nicht mal Paprika. Das ist alles nur Chili. Physalis, Chili, Paprika kommen noch, Auberginen kommen noch. Ich glaube, und Tomaten bekommen wir auch noch. Also ich habe, glaube ich, schon wieder ein übelstes Platzproblem. Aber es ist jedes Jahr dasselbe. Ja, Leute, das war mal so eine kleine Zusammenfassung. 3 Fragen habe ich wieder an euch. Wollt ihr jetzt eigentlich noch mal ein Video zum Pikieren von den Pflanzen? Pikieren von Jungpflanzen? Besteht da Interesse, hatte ich euch schon mal gefragt. Kam überhaupt keine Reaktion. Ich weiß nicht, ob ihr es vergessen habt oder ob da tatsächlich kein Interesse besteht. Nur noch mal eine Frage. Nummer 2, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie eure Jungpflanzenanzucht läuft. Habt ihr da Probleme?
dann auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich versuche alles zu beantworten, auch wenn es manchmal eine Woche dauert. Und Frage Nummer 3, welche Tomatensorten baut ihr dieses Jahr an oder welche Tomatensorten wollt ihr euch vorziehen? Würde mich auch mal interessieren. Wie gesagt, bei tomatensamen.com in der Beschreibung mal langschauen. 5% Rabatt auf euren Einkauf für alle, die noch nicht ihr Saatgut gekauft haben. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke für eure Zeit, danke für euer Abo und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich starte jetzt mal mit dem Pikieren. Das wird, glaube ich, eine Tagesaufgabe. Macht's gut, ciao.